Jeder von euch kennt Ladenweaves. Oder zumindest jeder, der des Öfteren mal auf Twitch unterwegs ist, denn gefühlt jeder zweite Livestreamer hat solche Nano-Leaves bei sich im Hintergrund hängen. Und das auch aus gutem Grund. Sie sind ein Blickfang, ein Practical, das den Raum irgendwie modern wirken lässt, ihm aber auch eine gemütliche Note gibt. Also eben genau das, was man als Streamer gerne in seiner Webcam zeigen möchte. Wer allerdings einfach nur Nano-Leaves bei sich in den Hintergrund hängt, weil sie gut aussehen, der verschwendet Potenzial, erst recht als Livestreamer. Denn die Dinger können nicht nur von außen gesteuert und kontrolliert werden, sondern sie sind auch programmierbar. Die letzten 3 Monate habe ich in meinen Coding-Livestreams eigene Effekte für diese Nano-Leaves entwickelt. Bei mir im Stream können Zuschauer via Chat oder Kanalpunkte die Farben der Nano-Leaves einsteuern. Wenn jemand subscribt, dann leuchtet der gesamte Hintergrund in der Farbe des Subscribers auf. Und wenn es zu einem Hype-Train kommt, dann gibt es im Hintergrund einen fancy RGB-Effekt. Und das alles habe ich selbst programmiert und es war überraschend einfach. Wie es funktioniert, zeige ich in diesem Video. Das wird vielleicht langsam ein bisschen zum Klischee, aber es macht nun mal super viel Spaß, mit Beleuchtung zu programmieren. Man braucht gar nicht so wahnsinnig viel Wissen und die Ergebnisse sind meist anschaulich und oft sehen sie richtig geil aus. Als also Nanoleaf bei mir eingeklopft hat und gefragt hat, ob ich ein Review zu den neu erschienenen Shapes machen möchte, habe ich Nein gesagt. Denn stattdessen wollte ich lieber ein Video machen, wo es um Coding geht. Also genau dieses hier. Und naja, irgendwie ist das jetzt ein bisschen eskaliert und wir haben ganze 3 Monate in den Coding-Streams hier rangearbeitet. Aber ich glaube, das Ergebnis, das kann sich sehen lassen. Die Nano-Leaves, die ich hier habe, sind so etwas wie die 3. Generation. Die Nano-Leaves, die ihr bei ganz vielen Streamern im Hintergrund seht, das sind diese Dreiecke, die es schon sehr, sehr lang gibt. Zwischenzeitlich gab es dann mal die Canvas, das sind touchsteuerbare 4 Ecke. Und danach kamen die Shapes, meiner Meinung nach die coolste Generation an Nano-Leaves. Das Ganze gibt einem tatsächlich so viel kreative Freiheit, dass ich mit meiner Frau zusammen, ich glaube, 1 Stunde lang auf dem Fußboden gepuzzelt haben, bis wir diese Form hier beisammen hatten. Also ja, der Freiheit sind wirklich kaum Grenzen gesetzt. Und das weiß Nano-Leaf auch selber. Die Website und Videos hierzu strotzen vor Variationsmöglichkeiten, was man alles zusammenbauen kann. Aber über die Programmierbarkeit wird tatsächlich recht wenig geredet. Nachdem man die Nano-Leaves aufgehängt hat, das geht entweder via Klebestreifen oder auch anders, wenn man sich nicht ganz dämlich anstellt, dann kann man sie standardmäßig per App oder über einen Elgato Stream Deck oder sowas einfach fernsteuern. Das sieht dann so aus und da kann man dann alle Effekte einstellen, sich Effekte runterladen, konfigurieren, Farben anpassen und so weiter. Das war mir alles natürlich aber nicht genug. Diese Nano-Leaves hingen hier exakt 1 Tag und dann habe ich schon angefangen, sie über die offen zugängliche API fernzusteuern. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt drüben am PC. Also, die Nano-Leaves haben einen Controller und diesen Controller hängt man bei der Einrichtung ins lokale WLAN. Das ist auch der ganz normale Weg, wie man sie dann anschließend über die App steuern kann. Diesen Controller kann man im lokalen Netzwerk allerdings auch über eine REST-Schnittstelle ansprechen. REST steht für Representational State Transfer und ist eine leichte Möglichkeit, Maschine-zu-Maschine-Schnittstellen zu definieren, denn REST basiert auf HTTP. Und das macht es natürlich super einfach, diese Nano-Leaves zu kontaktieren, denn die Programmiersprache, die kann ich mir quasi selbst raussuchen. Und die Programmiersprache meiner Wahl ist TypeScript. Allerdings jetzt nicht wegen der Programmiersprache selbst, sondern wegen einem ganz bestimmten Framework. Und die Rede ist von Node.cg.io. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Code Overflow. Dieses Projekt, was wir vor vielen Jahren mal gebaut hatten, um verschiedenste Dienste zusammenzubringen und im Kontext des Livestreamings alles miteinander zu automatisieren und coole Effekte zu ermöglichen. Das Projekt ist längst Geschichte. Aber Node.cg.io ist der imaginäre Nachfolger und kann mittlerweile auch ganz gut produktiv eingesetzt werden. Tatsächlich lasse ich das in meinem Stream seit vielen Monaten im Hintergrund laufen und dort habe ich eben auch eine Integration für Nano-Leaves gebaut. Die Authentifizierung bei den Nano-Leaves ist denkbar einfach. Man sendet einen Post-Request an eine bestimmte Adresse, dann geht man zu den Nano-Leaves, drückt einen Button und dann bekommt man einen Key, mit dem man dann alles fernsteuern kann, einfach um sicherzustellen, dass man auch physisch Zugang zu den Lampen hat. Und eins der ersten Dinge, die man macht, ist einfach einen simplen Get-Befehl an die API zu schicken, denn dann bekommt man wichtige Statusinformationen. Also nicht nur, welche Effekte gerade eingestellt oder überhaupt verfügbar sind, sondern auch die Informationen über die Panels und insbesondere deren IDs, die man dann benötigt, um Dinge fernzusteuern. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich dem Chat die Möglichkeit zu geben, mit jeder einzelnen Nachricht die Hintergrundbeleuchtung neu zufällig berechnen zu lassen. Und das sieht dann so aus. Ist das cool?
Die Nachbarn denken sich auch wieder, nicht wieder der Psychopath. Ihr fragt, wie das geht? Nun, die Funktionalität besteht eigentlich aus zwei Teilen. Erstens herausfinden, wenn jemand eine Chatnachricht sendet oder Kanalpunkte einlöst. Und zweitens das Antriggern der Nanoleafs. Hier ist mal der Code, wenn jemand die Belohnung ein paar Kacheln einfärben einlöst, was einfach nur 3 Nanoleafs zufällig einfärbt. Und da ist es wirklich denkbar einfach. Also das Framework von NotCGIO bietet einem hier alles, was man braucht. Man muss die Twitch-API nicht selber ansprechen, sondern dieser Code wird automatisch aufgerufen, wenn jemand die Belohnung einlöst. Dann wird geguckt, ob die Nachricht eine echte Zahl im Bereich von 0 bis 360 ist. Einmal der Bereich aller möglichen Farbtöne. Und wenn alles in Ordnung ist, dann wird dieser Farbton weitergegeben. Streng genommen muss man dafür zwar erst noch das Modell herausrechnen, also von HSV raus, rein in RGB, aber die Funktion dafür habe ich mir einfach von Stack Overflow geklaut und diese Information wandert dann direkt an die Nanoleafs. Aber natürlich war damit noch nicht genug, denn was ist ein paar Kacheln färben, wenn du mit bisschen mehr Kanalpunkten alle Kacheln zufällig färben kannst? Den Effekt habe ich Glitter getauft. Und dreimal dürft ihr raten, was hierfür notwendig ist. Genau, man iteriert über alle Panel-IDs einmal drüber und für jede Panel-ID generiert man eine neue, voll saturierte, zufällige Farbe und die schickt man dann kombiniert für alle, bei mir sind es glaube ich 26 Panel, an die Nanoleafs und das wird dann zusammen angezeigt. Die interessante Frage an dieser Stelle ist ja nicht, wie generiere ich 26 zufällige Farben, denn die Antwort ist leicht, naja, random im Bereich von 0 bis 360 und dann von HSV zu RGB umrechnen, das ist jetzt nicht das Komplexe. Die viel interessantere Frage ist, wie schicke ich diese Informationen eigentlich an die Nanoleafs? Und die Antwort heißt Write Raw. Write Raw ist wirklich, wirklich mächtig. Denn diese Funktion bzw. diese Schnittstelle wird genutzt, wenn man eigene Effekte, und irgendwie mache ich das ja auch, wenn ich da zufällige Farben hinschicke, erstellen möchte und sie von den Nanoleafs anzeigen lassen möchte. Zum Beispiel ist das, was ihr jetzt gerade auf dem Bildschirm seht, das ist der String, den ich an die Nanoleafs schicke, wenn ich zufällige Farben für alle 26 Panels haben möchte. Rein gar nichts verstanden? Ja, ging mir auch so. Hat nur 5 Stunden oder 2 Streams gebraucht, bis ich halbwegs dahinter kam, wie das eigentlich aufgebaut ist. Hier die Kurzfassung. In der Nanoleaf REST API Dokumentation Sektion 3261 Custom. Da steht, wie die Matrix aus Zahlen aussehen muss, damit solche Farbeffekte angezeigt werden. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Zuallererst erwartet wird die Anzahl der Panel, die angesprochen werden soll, und dann für jedes Panel eine Menge von Frames. Auch hierfür muss zunächst angegeben werden, wie viele Frames eigentlich übertragen werden. Und Frame könnt ihr euch so vorstellen als ein Zustand von einem Panel, lokal. Also das hat nichts mit dem Gesamtbild zu tun, sondern man spricht das für jedes einzelne Panel lokal an. Und dann kann man eben verschiedene Frames, also so wie verschiedene Bilder eines Videos schicken und noch mitgeben, wie lang dieses Frame angezeigt werden soll, beziehungsweise die Transition Time festzulegen, also die Zeit, die es braucht, bis zum nächsten Frame. Und das erklärt auch diesen Riesenhaufen Zahlen, denn ich muss einfach für 26 Panel für einen bestimmten Zeitpunkt mal eine Farbe angeben. Und zwar mit RGBW, der W-Teil wird ignoriert, und dann der Transition Time. So viel zu statischen Effekten, denn dieses Anzeigen von zufälligen Farben, wenn jemand Kanalpunkte einlöst, das ist ja nur einmal ein Farbwechsel, also relativ einfach noch gemacht. Viel cooler wird das, wenn man dynamische Effekte haben möchte, die ich zum Beispiel möchte, wenn jemand in meinem Stream subscribt. Für diejenigen, die 2 Jahre und 5 Monate subscribed haben, also den Emerald-Level erreicht haben, für die sieht der Code so aus. Und wieder ein paar Zuschauer verloren. Aber wenn ihr gerade eben aufgepasst habt, dann wisst ihr doch, was da schon steht, oder? Ich weise zunächst dem Panel seine eigentliche Farbe zu, damit ich einen Übergang bauen kann. Und dann kommen nacheinander eben eine neue Farbe. Die Transition Time ist immer 1. Das Delay davor ist aber aufsteigend. Und deswegen gibt es diesen coolen, kachelartigen Effekt. Und generiert wird das tatsächlich mit diesen wenigen Zeilen Code. Das ist das Wunder von funktionaler Programmierung. Weil ich tatsächlich mit so wenig Code es schaffe, diese, naja, Zahlenmatrix, die ihr gerade eben gesehen habt, niederzuschreiben. Wenn man seine Farbe wechselt, also zum Beispiel bei 6 Monaten, bei 12 Monaten, bei 24 Monaten und so weiter, dann möchte ich diesen Übergang natürlich auch irgendwie cool auf den Nanoleafs darstellen. Und deswegen habe ich die Funktion noch erweitert, und zwar um einen Übergang, und zwar von der alten Farbe zur neuen. Zum Beispiel, wenn du 2 Jahre subscribed hast, dann wechselt die Farbe von Diamant-Türkis zu Emerald-Grün. Und das sieht sogar noch cooler aus als der eigentliche Sub-Effekt. Dafür verantwortlich ist dieser String hier, der sieht noch komplexer aus und man versteht noch weniger, aber ihr wisst bereits, wie das Spiel funktioniert. Genau, mit einer weiteren Iteration über alle Panels, dieses Mal übergebe ich einfach neue Farben, die dann nacheinander abgespielt werden. Ich muss wirklich sagen, die Programmierung hat extrem viel Spaß gemacht. Also auch wenn du manchmal wirklich lost bist, weil du gerade nicht verstehst, welche Keyframes von welchem Ding gerade wo, wie, wann ausgeführt werden und es einiges an Debugging und auch einiges an Tipps aus der Community gebraucht hat, ist es dennoch immer super
anschaulich und die ganze Entwicklung und die Coding-Streams haben in den letzten Monaten super viel Spaß gemacht. Wie wäre es, wenn wir es also ganz zum Schluss nochmal komplett übertreiben? Und zwar mit dem Klischee von jedem RGB-Gaming-YouTuber. Genau, Regenbogeneffekt. Also einfach mal die gesamte Bandbreite, alle 360 Farbtöne, die einem das HSV-Modell zur Verfügung steht, durchgehen. Und das natürlich passenderweise, wenn es zum Hype-Train kommt. Dieser Paarzeilencode erzeugen diesen Regenbogeneffekt. Und zwar nicht nur irgendwie statisch, sondern abhängig vom Level des Hype-Trains. Da gibt es ja 5 verschiedene Level und die steuern die Geschwindigkeit des Effekts. Von ganz gemütlich, langsam, aber dennoch feierbar bei Stufe 1 bis zu rave-mäßig, so dass wenn man sich da vorstellt, Kopfschmerzen bekommt. Ich hab's ausprobiert. Okay? Ich hab's ausprobiert. Weil ich stell mich da mal davor. Vielleicht ist das ganz cool. Nee, ist nicht cool. Ist gar nicht cool. Ui. Oh. So eine Nanoliefwand ist kein Brokkoli. Was ich in diesem Video gezeigt habe, ist natürlich erst der Anfang, denn es geht noch so viel mehr. Man kommt ja zum Beispiel an die Position der einzelnen Kacheln ran. Das heißt, man kann sowas wie Nachbarschaftsbeziehungen nutzen, um zum Beispiel sowas wie Snake oder zumindest irgendwelche coolen Animationen hier ablaufen zu lassen. Oder alternativ könnte man, so wie ich ursprünglich vorgehabt hatte, mit Touch-Eingaben etwas machen. Diese Nano-Leaves erkennen, wenn man die Hand vorhält, wenn man Wischbewegungen macht und auch wenn man die einzelnen Leaves hier antatscht, kann man daraus Effekte bauen. Das kann man dann über UDP streamen und so richtig komplexe Fernsteuerung über die Nano-Leaves, über deine Wand-Hintergrundbeleuchtung automatisieren. Also ja, die Möglichkeiten sind wirklich endlos, aber ich denke, für dieses Video ist jetzt erstmal genug. Ich sag vielen Dank an Nanoleaf, dass sie sich auf dieses, naja, bisschen experimentelles Setting eingelassen haben, weil wie gesagt, ein Review war das nun wirklich keins. Stattdessen habe ich gezeigt, wie man damit programmiert. Meiner Meinung nach ein viel coolerer Weg, sich Technik zu nähern, als sie einfach nur aufzuhängen und schön leuchten zu lassen. Falls ihr selbst Nanoleafs besitzt oder euch welche zulegen wollt, findet ihr den Code zu allem, was ich programmiert habe, auch öffentlich zugänglich. In der Videobeschreibung ist ein Link. Wie gesagt, das Ganze basiert auf Node.cg.io. Das heißt, falls ihr irgendwie mal der Meinung seid, oh ja, ich brauche noch ein cooles Coding-Projekt, wo ich so mitmachen könnte, wo ich noch weiterhelfen könnte, so und vor allem gerade Oberflächenentwicklung, dann meldet euch gerne. Ach ja, kein Video ohne peinliche Eigenwerbung am Ende. Ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich mit Licht programmiert habe. Hier oben findet ihr ein Video eines Raspberry Pis, der eine Discolampe fernsteuert. Ein Projekt, was ich bis heute immer noch einsetze. Und programmieren kann man außerdem auch im Kontext von Minecraft. Hier unten findet ihr mein letztes Modpack-Bauvideo, wo ich Crafting-Rezepte und so weiter in Minecraft verändere.